Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lance TV und unser SK Sturm hat soeben im Achtelfinale des ÖFB Cups Alltag mit 4:1 geschlagen. Ich wurde ganz nebenbei ganz höflich darauf hingewiesen, ich soll nicht mehr in der Kurve bitte filmen. Daran halte ich mich. Etwas widerwillig, aber ist okay. Von dem her, naja, wir sind ja immer noch beim Stadion. Also ich glaube, das Stadionfeeling kommt trotzdem noch relativ gut rüber. Also, wie gesagt, 4:1, ein ganz, ganz souveräner Sieg unserer Blackies. Zur Pause schon eine 3:1 Führung für unseren SK Sturm, schon noch gerade mal 5 oder 6 gespielt Minuten, das 1:0 durch einen Elfmeter von Peter Schul. Zuvor wurde, ich glaube, Hierländer im 16er gelegt. Schul verwandelt ihn halbwegs souverän zum 1:0, auch wenn der Keeper, der Altacher, noch ein bisschen dran war, aber im Endeffekt der Schuss dann doch zu wuchtig geschossen und das eben die frühe Führung für unsere Schwarz-Weißen. Das 2:0 dann nach knapp 20 Minuten für unseren SK Sturm, den ja Lade über links schön den Pass bekommt und dann eben eiskalt abschließt, so wie man es von unserem Goalgetter auch gewohnt ist und eben die 2:0-Führung erzielt. Das Ganze eigentlich schon relativ souverän gewesen, aber dann kam Alltag nochmal durch, ich glaube, ich verspreche mich jetzt, TEC-PT, die Leihgabe auf jeden Fall von Schalke 04, der eben das 1:2 dann erzielt. Er setzt sich im Zweikampf gegen Schulz recht gut durch, nach einem hohen Ball in unseren 16er und macht dann eben den Anschlusstreffer. Alltag also dadurch wieder im Spielsturm, schlägt allerdings wieder zurück, zunächst ein Abseits-Tor, das, wie ich gehört habe, regulär gewesen sein sollte. Aus meiner Sicht nicht wirklich gut zu erkennen, aber ich glaube jetzt einfach mal den Leuten, die das Spiel vom Fernseher aus verfolgt haben. Also es hätte schon früher 3:1 stehen können. Das ist aber dann auch trotzdem gefallen. Der Torschütze erneut den Niala. Zunächst bekommt Thorsten Röcher die Kugel. Der macht das richtig, richtig schön. Bindet gleich 3 Gegenspieler an sich, legt dann auf für den freistehenden Alar und der macht das eiskalt, wie man es eben von ihm kennt, zum 3:1. Das war so in Minute 40, 41 herum. Auf jeden Fall knapp vor der Pause das 3:1. Dadurch war das Ganze eigentlich schon ziemlich geregelt. Im zweiten Durchgang dann lange Zeit überhaupt nichts, eigentlich so von beiden Teams, also das Spiel so ein bisschen verwaltet. Also Alltag konnte nicht, Sturm, naja, hat sich vielleicht ein bisschen schon die Kräfte geschont fürs WAC-Spiel am Sonntag. Im Endeffekt hat man trotzdem noch einmal nachlegen können. Thorsten Röcher ist es nämlich, der das 4:1 dann auch noch erzielt nach einem Zuspiel von, ich glaube, Marvin Potzmann. Von uns aus gesehen, von der linken Seite, von Seiten Sturms über die rechte, Potzmann eben mit dem Querpass auf Röcher und der trifft via Innenstange zum 4:1. Das geschehen so in Minute 80 herum auf jeden Fall und das war eben dann auch der Endstand. Sturm gewinnt ganz souverän mit 4:1 das Ganze. Scheusengeier hätte ganz nebenbei auch noch den 5. Treffer per Kopf erzielen können. Am Ende eben klare Sache, Sturm steht im Viertelfinale und ja, so kann es gerne weitergehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.